Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren hier beim letzten Mal tatsächlich weiter in der Villa unterwegs, beziehungsweise in der Residenz, genau. Und hatten uns hier diese Tür mit dem goldenen Schlüssel angeschaut. Und jetzt wartet hier ein Bilderrätsel auf uns, wo ich mir allerdings jetzt immer noch nicht sicher bin. Weißer Kerzenständer. Auf dem Ständer steht etwas geschrieben. Andenken an den Antritt von Alexander Ashford. Ups, meine Maus. So. Wo ich mir tatsächlich noch nicht sicher bin, wie wir das jetzt hier machen sollen. Völlig kaputt. Wir haben hier 7 Bilder. Und sonst keinen weiteren Hinweis. Wobei, wartet mal, vielleicht haben wir ja. Wir hatten ja ein Dokument gelesen, ne, beim letzten Mal. Muss ich jetzt mal gucken. Handbuch, nee. Familienvorstandsinfo, war das das, ne? Genau, Nachricht an den neuen Familienvorstand. Vielleicht finden wir hier irgendwas raus. Sehr geehrtes Herr Alfred, ich gratuliere zu Ihrer Rolle. Erlauben Sie mir, Ihnen eine Tonvase zu überreichen, wie es mit der Tradition der Familie Ashford entspricht. Ich glaube, das war das, Freunde. Wie sie begann, als ein Butler ihrer Urahnin Veronica eine goldene Teetasse überreichte. Die Intelligenz und Schönheit dieser Gründerin der Familie Ashford sind ja inzwischen Legende. Der zweite und dritte Familienvorstand, Sir Stanley und sein Sohn Tom. Aha. Wartet mal. Der Butler ihrer Urahnin, die Intelligenz und Schönheit dieser Gründerin. Aha. Veronika. Okay. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas finden. Wartet mal. Veronika. Eine wunderschöne Frau, die eine Teetasse hält. Ach. Die eine Teetasse hält. Alles klar. Es hat tatsächlich hier mit diesem Dokument was zu tun. Okay. Alles klar. Dann schreibe ich mir das jetzt mal auf. Also, kann ich mir das jetzt am besten aufschreiben, Handy. einen Moment mal gerade. Das ist gerade ein bisschen Schreibarbeit. Wo sind die Notizen? Da sind die Notizen. Okay. So, erstens Teetasse, ne? So, zweitens. Genau. Sind ja inzwischen Legende. Hier steht es ja nochmal, ne? Veronika eine goldene Teetasse überreichte. Genau, okay. Der zweite und der dritte Familienvorstand Sir Stanley und sein Sohn Thomas. Also, zweitens ist Stanley, drittens ist Thomas. Okay, weil ich glaube, das ist nämlich die Reihenfolge, wie wir das gleich abgehen müssen. Bekamen ebenfalls solche Teetassen. Sie hofften, ähnlichen Ruhm zu erlangen wie einst Veronika. Die Stellung des Familienvorstandes ging dann von Sir Thomas auf seinen Zwillingsbruder Sir Arthur über. Okay. Arthur. Danach folgte Sir Edward. Fünftens Edward. Okay. Ihr Herr Großvater. Diese Epoche war das goldene Zeitalter der Ashfords. Sie haben es allein zu Edward zu verdanken, dass ihr. Okay. Doch als Sir Edward starb und ihr Vater Sir Alexander. Alexander. Und siebtens wäre ja dann der Alfred. Ne? Alfred Ashford. Genau. Gucken wir mal, ob das funktioniert, ne? Das wäre ja mega cool jetzt. Das wäre mega cool, muss ich sagen. Gut, weil wir haben ja hier oben das gleiche Kind wie in dem Film. Ein Text ist zu erkennen. Folge der Geschichte der Ashford-Familie, so erscheint das wahre Oberhaupt. Das Kind aus dem Film. In dem Film war Alfred zu sehen. Das heißt, das ist Alfred. Und da ist eine Taste. Das heißt, den müssen wir zuletzt drücken. Gut, Freunde. Dann geht's mal los, würde ich sagen. Gehen wir mal die Reihenfolge hier ab.
Also wir hatten als erstes die T-Taste, das ist diese Dame hier vorne. Taste drücken. Ja. Alles klar, dann haben wir Stanley. Das Bild eines Mannes ist auch ein Kerzenständer. Ist auch ein Kerzenständer. Was? Ein rothaariger Mann. Auch ein Steingutteller ist abgebildet. Hä? Ein Mann im mittleren Alter. Rothaarige Zwillinge. Wartet mal. Auf dem Tisch steht ein Teeservice. Wartet mal. Wir müssen... Ah, da sind noch so Hinweise versteckt. Verdammt. gut, zweites ist ja Stanley, ne? Das war das erste. Der zweite und dritte für Stanley und sein Sohn Thomas. Wir kamen ebenfalls... Die Stellung des Vermieters Sir Thomas und... Sir Thomas und sein Zwillingsbruder. Sir Arthur. Das heißt, der Typ hier ist Nummer 2. Sir Stanley, genau, Stanley. Das ist jetzt hier, weil er hat, wie ihr hier seht... Mein Gott, das ist jetzt gerade ein bisschen Brian Fuck. Aber, zweiter und dritter Sir Stanley und sein Sohn Thomas, ne? Und Thomas hat hier einen Zwillingsbruder, Sir Arthur. Das heißt, wir müssen den hier drücken. Okay, und da wäre mein Handy wieder. Mann im mittleren Alter. Rotarmige Zwillinge, ja. T-Service. Drück die Taste. So. Dann brauchen wir jetzt seinen Sohn Thomas. Wartet mal, das ist doch der hier, oder? Steingutteller. Moment, lesen wir nochmal. Gucken wir uns nochmal die anderen Bilder an. Was haben wir denn hier noch? Der Typ ist hier ist auch rothaarig. Teetasse. Welcher ist es jetzt? Noch mal reingucken. Ja, es ist jetzt gerade ein bisschen müßig, aber hatte Thomas eine Teetasse? Moment. Sir Stanley und sein Sohn Thomas bekommen ebenfalls solche Teetassen. Okay. Das heißt, dann ist es er hier. Und was ist danach? Sein Zwillingsbruder Sir Arthur. Okay, danach. Also dann erst den Rothaarigen hier. Und dann den anderen Rothaarigen. Oh Gott, das klappt, ey. Das wäre ja... Rothaarig-Mann-Teetasse. Dann den anderen Rothaarigen. Ja, Steingutteller. Okay. Was haben wir dann? Dann haben wir Edward. Stanley Thomas Arthur Edward. Edward, was war nochmal mit Edward? Das ist ein cooles Rätsel. Muss man ein bisschen nachdenken, tatsächlich. Anhand dieser Notiz hier. Mein Gott, wir sitzen jetzt auch schon 10 Minuten da dran, ne? Aber wir wollen es ja am Anfang richtig machen, deswegen. So, wo ist denn hier Edward? Ihr Herr Großvater, so. Danach folgte Sir Edward. Das großzeitige Zeitalter der Ashfords. Ja, aber wie sieht denn der Edward aus? Ah! Begann ja schnell. Okay. Es sind jetzt ja nur noch diese beiden Möglichkeiten übrig. Ne, es sind jetzt nur noch das Bild eines Mannes auf dem Bild. Ist auch ein Kerzenständer. Unter dem Bild ist eine Taste. Kerzenständer? Was hat denn jetzt wieder ein Kerzenständer damit zu tun, Mensch?
Kerzenständer. Oh Gott, mein Ohr juckt. Verdammt. Moment. So, alles klar. So, Tonvasen. Wie Sie wohl wissen. Okay. Ja, ebenfalls solche Teetassen. Wo steht denn hier was mit dem Kerzenständer? Zwillingsbruder Sir Arthur über. Ja, hier steht nichts mit einem Kerzenständer. Da muss es wohl der andere sein, oder? Oder vielleicht wartet mal, da oben war doch auch noch ein Hinweis. Mein Gott, was für ein Rätsel, Leute. Was haben sie hier jetzt mit uns vor? So, Kerzenständer, ein weißer Kerzenständer. Auf dem Ständer steht etwas geschrieben. Ha! Andenken an den Antritt von Alexander Ashford. Aber Alexander ist der andere. Alexander ist der Vorletzte. Das heißt, wir müssen hier ihn hier drücken. Das hier ist Edward. Steingutvase. Da bildet eine Taste. Mach. So. Dann hier vorne. Ich hoffe so, dass wir das richtig haben, ey. Das Bild eines Mannes. Auf dem Bild. Ja, das ist der Vater von Elfrid. Das drücken. Und jetzt hier oben. Elfrid. Haben wir es richtig gemacht, Freunde? Dann wäre ich echt stolz auf mich. So. Elfrid. Taste. Drücken. Haben wir es richtig gemacht? Wie geil. Alles klar. Wir haben es richtig kombiniert. Oh mein Gott. So. Was haben wir hier? Eine Steingutvase. Ja, cool. Ein Porträt von Alexia. Eine Vase mit Blumenmuster steht auf dem Tisch. Ja. Wir haben es richtig gemacht. Oh mein Gott. Da freue ich mich gerade. Oh. Das war wieder eine Hirnleistung hier. Ey. Ich sag's euch. Aber hey, wir haben diese Steingutvase. Prüfen. Steingutvase mit zahlreichen Blumenbildern. Ja, was haben wir jetzt damit? Oh, oh. Ach, guck mal da. Was ist das denn? Da scheint was drin zu sein. Herausnehmen. Ja, mach mal. Ah, eine Ameisenkönigin-Figur. Figur mit einem roten Rubin. Ah, alles klar. Das heißt, wir kommen weiter. Wir kommen weiter, nämlich jetzt in dem Graf Dracula-Schloss. Wenn wir da oben, ja. Da oben war, diese zweite Spieluhr bedienen. Genau. Und, dann haben wir jetzt nämlich tatsächlich nur noch diesen einen Weg. Da unten weiß ich mittlerweile auch, wie man hinkommt. Vielen Dank auch an euch Zuschauer. Aber gut. Geh raus. So. Cooles Rätsel. Also da musste man wirklich richtig Gehirnschmalz reinstecken. Das Rätsel. Und ja. Ich meine, hat jetzt auch fast eine Viertelstunde gedauert, aber dafür haben wir es beim ersten Anlauf geschafft, nicht wahr? Und das ist ja mal die Hauptsache. Warte, das kann ja nur sagen, dass ich nicht ganz so dumm bin, ne? Zum Glück. Doch, ich bin dumm. Wo bin ich denn schon wieder? Doch, ich bin dumm. Voll in die falsche Richtung gerannt hier. Verdammt. Aber okay, liebe Leute. Ja, neue Aufnahme ist hier schon neues Glück, sage ich jetzt einfach mal. Nehme das Ganze wieder am Sonntagabend auf, den 10. April. Und 21.16 Uhr steht jetzt hier, ziemlich spät schon. Aber, ja, ich meine, das ist ja so Standard mittlerweile bei mir, ne? Und ja, dann hoffe ich, dass es euch hier soweit gut geht. Mir geht's mittlerweile wieder besser tatsächlich. Die letzten Wochen, die waren zwar anstrengend, aber mir geht's jetzt besser. Ich hoffe euch auch. Und sollen wir mal speichern? Nee, lassen wir mal.
Und ihr hattet mir auch noch erklärt gehabt, dass es eine gewisse Punktzahl in diesem Spiel gibt, die man erreichen muss, wenn man einen bestimmten Rang haben möchte. Und von dem, was ihr mir da so beschrieben habt, kann ich Rang S, A und B schon vergessen. Weil ich habe gespeichert, ich habe Heilspray benutzt und ich glaube, ich spiele es auch schon zu lange. Also man muss da tatsächlich um diese... Ja, was macht... Was ist das denn jetzt? Ah, dann komm. Ach, was zur... Ihr dummen Zombies. So. Die Muni ist gleich leer, ne? Ich habe gleich keine Munition mehr dafür. Warum sind hier Zombies? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, toll. Die Waffe ist leer. So. Dann nimm hier die Pfeile. Verdammte Scheiße, warum sind hier jetzt Zombies? Das heißt aber auch, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Ne? Die ist auch leer. Au, 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 au. So, ba, 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 ba. Ah, jetzt steht er nochmal auf, der Pedder. So. Jetzt. Kommen da auf einmal fünf Zombies angeschissen. Wo hier nie was war. Verdammt nochmal. Aber hey, wir sind ohne Schaden hier durchgekommen. Das ist doch schon mal gut, ey. Weil so viel Heilung haben wir auch nicht mehr. Wir haben hier wenig von allem. Das. Ach nee. Das muss doch jetzt nicht sein hier. Nicht noch so einer. Der hat zum Glück daneben geschlagen hier, der auch. Was ist mit euch los? Kein Zielwasser getrunken? Bin ich hier überhaupt richtig? Ich hoffe es. Ah ja, kommt ruhig. Ich glaube ja, wir sind hier richtig. Jetzt sind hier auch nochmal Zombies drin, wa? Nein, okay, sehr gut. Die Frage ist jetzt, wo war das nochmal? Mit diesen Spieluhren. Das war, glaube ich, tatsächlich sogar oben, ja. Dann hier durch. Hier haben wir ja alles weggemacht an Gegnern. Ach, dieses Graf Dracula-Schloss ist einfach cool, ey. Ich weiß auch nicht, ich mag dieses Gebiet hier. So, dann müssen wir jetzt hier mal gucken. Das war, glaube ich, rechts in dem Raum. Ah, nee, rechts war das an. Oder? Moment mal. Ah, hier ist noch irgendwo einer. Oh, der steht jetzt aber, der steht aber ganz mies im Weg hier. Verdammte Kacke. So, geh weg. Gott sei Dank, okay. Ist da noch einer? Kombiniere damit und dann haben wir schon keine Munition mehr. Oh mein Gott. Was ist das für ein Spiel, ey? Oh Mann. Okay. Ich glaube ja, das, was hier war. Ah nein. Verdammt. Falsche Richtung. Aber hey, wir haben den Zombie weggemacht. Ist das denn nix? Mit unserer Null-Muni hier, echt. Mit unserer Null-Muni. Da steht sogar noch einer, das gibt's doch nicht. Aber hey, jetzt mache ich den Bereich. Alter, der steht direkt um die Ecke. Ich sehe ihn nicht. Okay, er ist hingefallen. Das ist schon mal gut. Und er ist sogar schon tot. Ja, alles klar. Gut. Rein hier. Verdammt nochmal. Die standen natürlich genau vor den Türen, ne? Dass man da schön die Platt machen muss. So, hier. Ah, genau hier. Alles klar. Die Spieluhr ist fest verschlossen. Ich kann die Musikscheibe nicht mehr herausnehmen. Um die eigenartige Höhlung herum sind rote Rubine. Genau, diese Rubine passen hier drauf. Ameisenkönigin. Ha. So, aufmachen und dann können wir wahrscheinlich genau die Platte hier rausnehmen. Spieluhrenplatte. Und die dann da auf der anderen Seite einsetzen. Denke ich jetzt einfach mal. So, prüfen. Nötig, um die Spieluhr zu aktivieren.
Sieht schon cool aus, das Ding. Ja? Sieht aus wie so eine alte CD oder so. Richtig krass. Jo, dann laufen wir auf die andere Seite. Wir haben noch... Wie viel Schuss? 8 Schuss. Toll. Ja gut, wir haben noch die Brandpfeile. Stimmt, wir haben noch die Brandpfeile. Aber die würde ich mir eigentlich gerne aufsparen, Freunde. Weil ich weiß nicht, wann wir die brauchen. Deswegen, das ist, wäre schon cool, wenn wir uns die aufsparen könnten. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir die hier eingesetzt kriegen. So. Claire, setz das Ding hier ein. Jawohl, es geht sogar. Ah. Okay, und hier können wir hoch. Alles klar. Dann können wir mal den Ashfords nach, denke ich. Ach, dieser schöne Musiktrack. Ach ja, herrlich. So. Gucken wir mal, was da oben ist. Wieder der Herzschlag. Spannung. Spannung. Noch länger. Was ist das denn hier? Ein Raum. Da geht's noch weiter hoch, oder was? Ein Schaukelpferd. Wunderbare Anfertigung. Ja, das... Was ist ein... Kann man hier raus? Wir können hier raus, okay. Ach, guck mal da, die Ameise. Das Gemälde einer Ameise. Am Mund ist ein Loch. Hier ist nichts Nützliches. Doch, da liegt eine Voodoo-Puppe. Oh Gott. Oder ein Kuschelbär. Geht natürlich auch. So, was ist das? Ein Klavier? Scheinbar eine Szene aus einem Märchen. Nichts ungewöhnlich. Da liegt auf jeden Fall ein Kraut. Das ist sehr gut. Das würde ich auch direkt benutzen. Claire, benutzt das direkt. Komm. Bist du im gelben Zustand? Ich möchte dich nicht im gelben Zustand haben. Was haben wir hier noch? Ein Schrank. Ach, da... Ah, guck mal, da liegt eine Libelle. Eine Libelle. Silberne Libelle. Die sieht aber nicht natürlich aus. Die sieht aber nicht natürlich aus, Leute. Prüfe. Libellenfigur. Ah, okay. Die Flügel können abgenommen werden. Flügel abnehmen? Nein. Lass mal. Lass mal. Ich möchte die Flügel nicht abnehmen. Verschiedenes Spielzeug und Geräte. Hier ist nichts Nützliches. Krasse Bucke auch hier oben. So, scheinbar eine Szene aus einem Märchen. Kann man hier noch irgendwas... Gibt's hier keine Munition oder so? Ja, ich weiß nicht. Warum sollte hier Muni liegen, ne? Wartet mal, hier ist doch... Hier war doch... Ach so, okay. Gut, wir haben die Libelle. Wartet mal. Da ist ein Loch, ne? Kann man die Libelle da reinstecken? Da müssen wir vielleicht doch die Flügel entfernen, ne? Flügel abnehmen, ja. Die Libellenflügel wurden abgetrennt. Silberne Libelle. Libellenfigur, die zur Zeit keine Libelle Flügel hat. Okay. Claire, kannst du das hier reinstecken oder was auch immer? Nö. Gut, liebe Freunde, aber da wir ja schon am Folgenende angekommen sind, würde ich einfach mal sagen... Jo, wie ist hier oben? Was? Da ist noch eine Leiter. Alles klar. Gut, wie ist denn hier oben tatsächlich... Hoffentlich weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da. Das ist die Glocke, läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja...
Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.